nervig. Bauen wir uns hier nochmal kurz rein. Hier hinten muss nämlich leider auch alles zugemacht werden. Weil bekanntermaßen sind Hühnchen flink. Flink kleine Mistviecher. Und die Fackel muss da rein, weil ansonsten hauen die Hühnchen dadurch dann weg, ab. So, hier nochmal. Hier nochmal. Und... Scheiße. Wieso habe ich mir nicht mehr Cleanstone geholt? Nochmal zwei Stacks und dann haben wir den Platz einigermaßen gut genutzt. Unten ist dann noch ein bisschen frei, aber an sich ist es okay. Genau, hier kann dann das Fenster rein, von dem ich vorhin mal sprach. Hier nochmal hochbauen, hier nochmal hochbauen. Hier sind wir jetzt. Hier oben muss auch nochmal zugebaut werden, habe ich gerade festgestellt, denn zurücklaufen ist nicht immer eine gute Idee. So, genau, hier ziehen wir dann noch die Wand hin. Kann ja unten ein bisschen kleiner sein, kann man hinten den Raum noch irgendwie nutzen, bis zu einem bestimmten Punkt, je nachdem müssen wir mal gucken. Denken wir hier bis zum Berg oder so. Halt, der nicht. Hier kommt dann Holz hin ein bisschen. So. Hier kann dann noch einmal eine Wand hin. Und meinetwegen hier eine Doppeltür. Hier bauen wir alles schön zu, das ist ganz wichtig, weil die Hühner dürfen hier nicht raus. Nicht auf irgendeinen Vorsprung oder so, die müssen dann wirklich direkt runterfallen. Weil da brauche ich ja keine Tür. Schon wieder alle. Das gibt's doch gar nicht. Drinnen kann da noch ein bisschen Erde rein. So. Gut. Wie gesagt, ich hole jetzt noch mal ganz kurz einen Stigi-Piston. Und, oder habe ich ne Schleim brauche ich ja von drüben. Fahren wir mal kurz hinüber. Ah, ich glaube, da hat man ja auch noch so um die 15 Stück oder so. Also damit sollten wir jetzt auch keine Probleme haben. Ah, stimmt, den Ehenpisten für die Schaltung habe ich total vergessen.
Weil im Endeffekt habe ich es jetzt in einer leicht vereinfachten Form gebaut von dem, wie ich es auch drüben hatte. Naja, vor allem drüben in meiner Kopiewelt hatte. Es ist ähnlich, nicht genauso. Es ist hier, wie gesagt, ein bisschen vereinfachter. Oh, Redstone-Blöcke. Gleich ein Stack. Gut. Eisen, Redstone, Cobblestone, Holz. So. Ein Schleim. Und wie viel Redstone hätte ich noch? Das wäre okay. Nehmen wir mal ein bisschen Cleanstone mit. Und ich muss da drüben dringend wieder welchen Ofen schmeißen. Ich hoffe, ich habe noch Kohle, Technik Erze. Nehmen wir mal 24 Kohleblöcke mit. Einfach um drüben die Öfen mal voll zu krachen. Damit ich nicht andauernd nachlegen muss. Genau, sehr gut, passt. Und hatte ich hier noch irgendwo... Holz. So. Gehen wir erstmal fix hier hoch. Ich möchte nämlich in das... Oh, wenn wir schon mal noch ein bisschen Holz haben, nochmal auch zumachen. Nur die Seite hier, damit ich dann nicht beim Laufen so aufpassen muss, jedes Mal. So. Genau, hier muss er dann auch noch. Ah, jetzt machen wir nochmal kurz den einen Pisten hier rein. Das war jetzt fast beabsichtigt, wenn ich ehrlich bin. Na, Pisten, Stein, zack, Pisten. Da ich jetzt wieder keinen Cleanstone mehr habe, ich muss jetzt auf jeden Fall mal die Öfen wieder voll machen. Ich bin noch mal blöd und spring gleich hier runter. Schnappen jetzt hier Cobblestone. Und baller jetzt die Öfen hier voll. So, mal gucken. Gucken, 82. Machen jetzt hier mal 32. Können wir dann erstmal wieder 4 Stacks pro Ofen. Damit sollten wir wieder ein bisschen hinkommen. So, und hier jeweils 1,5 Stacks. Brennt das erstmal wieder. So, jetzt haben wir 16 Steine noch. Die können wir erstmal noch kurz nutzen, wird leider nicht lange vorhalten. Weil hier gerade hier das Loch im Boden, da muss einfach einer rein. Oh. I see ein, das ist noch einer zenitrisch. Machen wir es mal so. Oh, nee, so, nee.
kann mich noch an die Zeit erinnern, als man die Dinger hier mit dem Schwert kaputt hauen musste. Nee, das ist immer zu hoch. Ach Mann. Was soll denn das? So, jetzt. Genau, da geht dann da rein und macht das dann zu. Wenn man es denn benötigt. So, jetzt muss ich auch mal gucken, wo ich die Schaltung dann noch hin verlege. Können wir ja sagen, hier einfach hier oben erstmal. So, hier, dann hier gerade vor. Gucken wir mal. Genau. Dann machen wir dann hier einfach die Hebel in die Wand, an der Wand. Wie ich das dann so brauche. Hier die Leitung muss ja auch noch vorverlegt werden mit der hinten zusammen. Ja, das wird ja auch nochmal was, die beiden Leitungen. Na gut, ich hole erstmal noch ein paar Steine. Weil davor kann ich mich hinlegen und vorher nochmal den Sonnenuntergang genießen, ja. Ach, sieht das nicht schön aus. Na gut, machen wir weiter. So viel dürfte jetzt ja eh noch nicht fertig sein. Wir müssen jetzt eigentlich ja mal... Ach doch, es geht. Machen wir erstmal so. Gut, schlafen können wir noch nicht. Können wir auch noch mal kurz weitermachen. Redstone habe ich noch, Repeater auch. Jetzt müssen wir nämlich noch die Kabel ein bisschen sinnvoll verlegen, wollte ich eigentlich sagen. Wenn ich sage, ich verlege das hier hoch, mach dann hier den Hebel an die Wand. Genau, da funktioniert die Glocke. Trotzdem mache ich gleich nochmal ein Schild und schreibe das ran. Mal gucken. Eier, Werfer. Der Hebel ist unten, es ist aus. Gucken. Ein. Aus. Genau. Jetzt ist es aus. Hätten wir das. Dann müssen wir jetzt die beiden anderen Leitungen noch vorverlegen. Müssen wir mal schauen, dass wir das Kabel hier irgendwie außenrum bekommen. Okay. So, kleinen Moment.